Weg. Einfach so. Ja, weg. Einfach so. Hello there und willkommen zurück. Big Johns Schrottplatz wartet auf uns. Nein. Das wäre die richtige. Hey, da draußen ist was. Ach echt? Es gibt Ärger. Und es kommt noch härter. Ja, irgendwo da draußen ist jemand. Also wenn der nicht gesessen hat, welcher dann? Sieht nicht freundlich aus. Siehst du noch immer da? Ja. Ich mag eigentlich nicht auf Distanz. Du willst mir aber nicht erzählen, dass er trifft und ich nicht. Dankeschön, das war das Erste. Und... du willst auch mitspielen? Ja, dich treffe ich nicht, ist klar. Das hat sicher wehgetan. Wenn er mal weg ist, dann wird das Ganze auch ein bisschen leichter. Wow. Rennt hier ein Auto vor mir? Ich glaube nicht. Na komm, trau dich raus, Großer. Ernsthaft? Jetzt reagiert mein Controller nicht. Ach komm schon. Das hoffe ich doch. 33 Meter, das kannst du nicht Gesellschaft nennen, Mädel. Hoppla. Den haben wir es gezeigt. Wo sind die denn nur hin? Hast du sie im Visier? Nee, muss ich. Guten Tag! Viel Gebrüll, wenig Gehirn, was? Ja, so sind sie immer, Super Mutes. Ja, Schmerzen wirst du gleich haben. Ach du Schande. Hör auf zum Rumspielen, hau dir ein Stimpack rein. Weißt du was? Du willst mich doch verscheißern, oder? Ja. Wenn's denn sein muss. Ja, gib Ruhe. Nettes Teil. Ich brauch erstmal das hier. Ja, ich weiß, dass hier noch wer lebt. Keine Angst. Hey, da draußen ist was. Hat die Mama mir gesagt. Oh. Hey, ich höre einen. Ernsthaft? Ich hoffe, dass der Freund mit der Dicken jetzt nicht kommt. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Warte mal. Schon. Was ist das Problem?
Au. Kann ich dir helfen? Pips. Ja, siehst du? Bring wir es hinter uns, okay? Geht gleich wieder besser, oder? Ah, er traut sich raus. Ja, toll, nachladen. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Nimmst den Stimpack, bitte. Wechsel die Waffe. Und hau den Sack da mal weg. Falschen Leuten angelegt. Der hat mich schon die längste Zeit nervt. Erledige alle Feinde. Geschafft. Ja, es ist ja so ruhig hier jetzt. Wo ist er? Na komm schon. Irgendwie traut es sich nicht raus, oder? Das sollte ihm die Fähigkeit nehmen, seine Waffe zu bedienen. Danke. Und... Strafe, Pips. So lobe ich mir das. Ja, ich hab dich gesehen, mein Freund. Immer fest aufs Köpfli. Verdammt, hab die Spur verloren. Hab die Spur verloren, ernsthaft? Da unten ist sie, die Spur. Ist jetzt so weit gekommen. Okidok. Pips. Verzieh dich da bitte. Danke. Weg. Einfach so. Ja, weg. Einfach so. Wow. Alter Verwalter, das war Glück. Wo ist er jetzt hin? Bin ich ganz doof? Ich... Ach, hier. Ich hätte gerne den Mini-Nuke gehabt, genau. Jetzt! Alles klar, Pips? Zieht dort hier rum. Vielleicht hat sie jetzt Angst. Du bist böse. Okay. Tschüss. Braves Mädel, Pips. Wieder ein bisschen Munition einsammeln, das kann nicht schaden. Ja, das Nest hier war etwas herausfordernder, als ich gehofft hätte. Wodka, ja, könnte ich jetzt brauchen im realen Leben, aber... Also wenn ich im realen Leben mit den Freunden hier Kontakt gehabt hätte. Was für ein traumhafter Abend. Finde ich auch. Und langsam geht die Sonne auf. Okay. Warum müssen wir hier eigentlich... Ruhe darum. Ständig alles befreien. Aber es ist nie wo jemand. Das ist das, was ich noch nicht ganz verstehe. Also ich hätte gedacht, dass wir irgendwann mal die Bewohner von Randolph 1 oder Randolph 2 finden. Weil ich hätte das so verstanden, dass die... dass die nicht mehr raus konnten, weil eben... Wow. Jede Menge Gegner, aber irgendwie ganz und gar nicht. Irgendwie ist da nirgendwo jemand. Und ein Pipe-Gewehr, nein, danke. Dann sehen wir uns hier noch um.
Oh, sieh an. Oh, sieh an. Die nehmen wir doch glatt mit, die Mini-Nuke, oder? Wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten, Blue. Okay. Na, sieh mal einen an. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers. Bessere Preise. Gutes Buch? Ja, durchaus. Nicht, dass wir es bräuchten. Wir haben ja genug Geld, aber kann nicht schaden. Ansonsten... Natürlich. Warum auch springen? Wir müssen das Bericht erstatten. Haben wir... Hier geht's rauf. Hier oben waren wir noch nicht, oder? Dankeschön. Und hier... Bottlecap-Mine auch nicht schlecht. Redaway kann man immer brauchen. Und noch ein bisschen Munition. Nice. Nicer, dicer. Und so. Oh. Sieh mal einer an, was wir hier noch alles finden. Noch ein paar XP. Knickknack. Da war er ab. Ja. Das wär's. Könnten wir knacken, aber haben wir gerade. Die horten ja anständig. Assault Rifle. Nee. Munition. Hier gibt's ja noch Zeitschriften. Leider nein. Gut, gut, gut. Ich denke, wir müssen wieder zur Railroad, oder? Ah, da ist eine Red Rocket. Da würde ich noch gerne reinschauen. Oder vorbeischauen, oder wie man auch immer sagen will. Rasenmäher, cool. Ernsthaft, der Rasenmäher geht nicht. Der Nuka-Cola-Automat ist leer. Kippen. Gummibonbons. Immer her damit. Waffenwerkstatt. Klopf, klopf. Wow. Eine fast einwandfreie Toilette. Wo sind wir denn hier gelandet? Was bist du? Coole Textur. Hätte ich so jetzt noch nirgends gesehen. Ja. Ja. Ja, das Kühlmittel ist ja egal. Farbe. Ich nehme alles mit, was nicht angenagelt ist. Ja. Aber wirklich alles. Ansonsten. Passt soweit. Gut, gut, gut. Also dann. Auf zur Railway. Railroad. Railway, wie komme ich denn darauf? Und ich habe mich in der Zwischenzeit schlau gemacht. Es gibt, glaube ich, 8 oder 9 Mila Quests. Tüfteltom ist dann was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Ja, okay. Offenbar hat Randolph B811 aus dem Commonwealth geschafft. Das ist größtenteils dein Verdienst. Du beweist mehr und mehr, wie wichtig du für die Railroad bist. Ich helfe gerne. Mein Gefühl sagt mir, dass Mr. Timms der ist, der er vorgibt zu sein. Aber Pam ist noch nicht überzeugt. Kein direkter Kontakt, bis sie Entwarnung gibt. Verstanden. Zielfernrohr, Light Assault Rifle. Okay. Level up. Sehr schön. Angriffe mit nicht automatischen Gewehren. Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, das ist eher nicht der Fall. Nicht
Schwarze Witwe. Nicht andersrum. Also kann man automatische Waffen 20% mehr Schaden. Aktionspunkte reagieren also, sich schneller. Wäre auch nett. Laserwaffen. Tischen mit Waffen kann man Leute überzeugen. Eine Gruppe, die tatsächlich Bleimagen, Härte. Also, Langfinger, Eisenfaust. Rüstmeister, das ist nicht so mein Bereich. Schatzsucher. Findest mehr Kronkorken brauchen wir nicht. Munition, naja, auch nicht wirklich. Supergirl, mehr AP, Sandmann, Schleichen. Ich würde in Richtung Gewehre wieder gehen. Jetzt erstmal. Ja. Okay, das im Radio hat mir gerade alles gegeben. Deswegen, um jetzt wieder zurückzukommen, wie noch gesagt, eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Nett. Unglaublich überwältigende Geschichten. Wirklich nett. Danke, Jungs und Mädels. Ich möchte die Mila-Missionen abschließen. Wenn wir schon dabei sind, ich sehe den Marker nicht, jetzt sehe ich ihn. Hier irgendwo. Fallen Skybridge. Nehmen wir mal die Park Street Station. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Sekunde. Und versuchen von dort aus raufzukommen. Mal gucken. Aber dann sind die Mila-Missionen, wie gesagt, endlich mal weg. Und ich kann mich ein wenig entspannen. 85 Meter in diese Richtung. Ich glaube, wir wollen auf die Brücke rauf. Oh. Das war euer letzter Fehler. Echt? Lass mal gucken. Sieht mir jetzt nicht nach einem Fehler aus. Und der nächste Nachruf. Guten Tag. Was ist passiert? Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Nein, Pips, nein. Automatik. Pipe-Bowl. Nee, ich will nachladen, wenn ich darf. Fusionszellen. Eine Wachbekleidung, ja, nee. Kurzes Lasergewehr, streuende Lasermuskete, okay. Du hast noch was für uns, oder? Lasergewehr, Lasermuskete, okay. Da oben würde ich sagen, oder? Wir müssen irgendwie auf die Brücke rauf. Oh. Da geht's ja rum. Aber holla die Waldfee. Rucki-Rucki. Ja, du und welche Armee, mein kleiner Wauwau? Da bremst er mit dem Rüssel. Hey, wer hat dir erlaubt, dich zu verstecken? Tschüssi. Tschüsschen und Küsschen aufs Nüsschen. Nee, eigentlich gar keinen Bock, mich mit denen hier rumzuschlagen. Oh. Die muss ich mitnehmen. Ah, verstrahltes Blut kann man vielleicht noch brauchen. Hier habe ich eine Treppe gesehen. Da wollte ich mal... Ja, Railway-Zeichen. Das könnte sein, dass wir hier richtig sind. Lass mal kicken. Haben wir... Hüpf! Hier noch irgendwo Railway-Zeichen?
rüber. Okay. Nein, das ist ein Fenster. Kommen wir hier hoch? Jetzt weg. Schade. Nein, schade. Hab 360, da sollten wir doch hin, oder? Ja, perfekt. Lass mich raten, Supermutanten. Schönen guten Abend. Was? Ach so. Sorry. Nebenbei irgendwie gucken, wie Fußball steht. Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht, meine Liebe, aber du bist die Erste, die es erfährt, wenn ich's weiß. Out of order. Okay. Hier geht's ja wohl nicht weiter. Nein. Ich hasse die Innenstadt hier. Ich hasse sie wirklich. Hier irgendwas finden ist halt... Vor allem durch die Höhenunterschiede. Das ist das, was mich hin und wieder ein klein bisschen fertig macht. Na gut. Was soll's. Alle. Hopp, danke. Gut, hier haben wir gesagt, kommen wir nicht hoch. Aber grundsätzlich, das wäre das richtige Gebäude. Wie gesagt, ich bin noch immer eigentlich davon überzeugt, dass wir auf die Autobahn drücken müssen. Das würden wir von da drüben schaffen. Vielleicht. Das tut gleich weh, oder? Ah, vielleicht. Au, aus. Au. Au, das muss doch wehtun. Ja, das kann ich auch. Nein. 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 Böser Ghoul. Aber bis ich nachladen muss, bist du schon Gulasch. Da fällt ihm der Kopf ab. So eine blöde Geschichte aber auch. Stimpak. Dankeschön. Sag ich ja. Da ist er ganz kopflos, der Kleine. Vielleicht kommen wir von hier rauf. Wir könnten mal wieder zwischenspeichern. Da mochte wer Hunde, hä? Warum kann ich? Okay. Transferknopf haut nicht hin. Soll mir auch recht sein. Hier rein. Ja, sehr schön. Wow. Ein Redex. Ernsthaft Spiel. Hier kommen wir wohl nicht drüber. Nee. Hier muss ich leider wieder aussteigen. Da drüben war ein grünes Kreuz. Hier kommen wir. Mass Bay Medical Center. Hier waren wir doch vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal also, unterwegs mit Namila, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ist das nicht die Gegend, wo wir auch mit der grünen Todesklaue zu tun hatten, die dann selbst in den Tod gesprungen ist? War das nicht die Einschienenbahn hier? Lass mal gucken. Hier rüber. Mass Bay Medical Center, ja. Hier ist soweit nichts. Aber hier waren wir doch sicher schon mal, oder? Oder gibt's das echt zweimal?
mit der Einschienenbahn, mit der Verunfallten. Hier ist das Haushaltsroboter. Da will ich jetzt im Moment nicht rein. Danke. 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 Da. Vorne kommen wir auch nicht rauf. Habe ich schon mal erwähnt, dass mich sowas echt nervt. Ich weiß, wenn man es einmal raus hat, ist es eigentlich ganz simpel, den Zugang zu finden. Aber wenn du halt gerade am Suchen bist, ist es einfach nur mühsam. Ja, ab geht die Party und die Party geht und das Köpflein geht ab. Tja. Gut, tanzen wir. Und mit dieser schönen Eliminierung sage ich jetzt erstmal danke, dass ihr heute mit dabei wart, und wir ärgern uns morgen weiter beim Suchen des Zugangs. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Fuxi. Don't wanna be a one man.